Glauben Sie, dass angesichts der finanziell schwierigen Lage, in der sich große Teile unserer Bevölkerung befinden, die derzeitigen Schlagzeilen, die Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen täglich produzieren, ein Gefühl von Beständigkeit oder von Sicherheit geben? Glauben Sie, dass Ihr Verhalten, das Sie über ein Jahr im Hinblick auf Ihre Wiederkandidatur an den Tag gelegt haben, den Menschen Sicherheit gibt? Ich will nicht, ich will, vielleicht will ich will wenn und so weiter. Kann dieses Zögern und Zaudern Ausdruck von Sicherheit vermitteln? Wie sieht es mit der Planungssicherheit für Unternehmen und Betriebe oder für Familien aus? Wie sieht es mit der Sicherheit für junge Menschen aus, dass sie sich mit ihrer Arbeit in Südtirol nicht nur ein Eigenheim, grundsätzlich eine Wohnung leisten können? Wie viele junge Südtiroler haben in den letzten Jahren Südtirol verlassen oder sind nach ihrem Studienabschluss nicht mehr nach Südtirol zurückgekehrt, weil sie es sich nicht leisten können, hier eine Familie zu gründen? Wie schaut es mit der Sicherheit aus, in Südtirol künftig mit den Löhnen über die Runden zu kommen oder eine gute Ausbildung zu bekommen? Wie steht es um die Sicherheit, einen Arzttermin für eine Visite oder einen Behandlungstermin im Krankenhaus zu bekommen? Aus zahlreichen Antworten auf Landtagsanfragen geht hervor, dass man in Südtirol inzwischen für bestimmte ärztliche Leistungen mit ein Jahr Wartezeit rechnen muss. Ein Jahr. Wie sicher dürfen sich Eltern fühlen, deren Teenagerkinder abends nach dem Kinobesuch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause fahren wollen? Haben Senioren die Sicherheit, ohne auf Hilfe angewiesen zu sein, den ganz normalen Alltag in diesem Land noch zu meistern? Haben Pendlerinnen und Pendler die Sicherheit, dass sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln rechtzeitig zur Arbeit gelangen? Haben wir die Sicherheit, dass wir auf Ämtern oder im Krankenhaus unsere Muttersprache verwenden können? Oder stimmt die Landesregierung dem italienischen Außenminister zu, dass die Muttersprache in den Bereichen Gesundheitswesen und Verkehr nur eine untergeordnete Rolle spielt? Sind die Grundpfeiler unserer Autonomie, Proporz und Zweisprachigkeit wirklich noch sicher? Und. Diese Liste kann man endlos fortführen. Daher meine Frage an Sie, Herr Landeshauptmann. Sind Sie sicher, dass Sie mit Ihrer Sicherheitspolitik, weit gefächert gesehen, der letzten Jahre tatsächlich zufrieden sein können? Sie müssen nicht mir diese Fragen beantworten. Ich bin wirklich zufrieden, wenn Sie sich selbst eine ehrliche Antwort auf diese Fragen geben und wenn Sie sich selbst mit all diesen Fragen beschäftigen und auseinandersetzen. In einem sind Sie sich über die Jahre hinweg treu geblieben und auf diese Sicherheit war oder ist Verlass. Die Politik, Ihre Politik, aber auch der gesamten Landesregierung, ist im wahrsten Sinne des Wortes weichgewaschen. In keiner Art und Weise weicht das, was Sie tun, was Sie sagen oder auch in diesem Bericht geschrieben haben, auch nur annähernd vom Mainstream ab. Das ist selbstverständlich Ihre Wahl, Ihre Entscheidung. Aber dann soll man bitte nicht so tun, als sei das vorliegende Haushaltsprogramm so etwas wie eine Richtschnur, eine Standfestigkeit oder vielleicht sogar eine Neuausrichtung.